Hallo, ich bin Ranja Weiß und ich freue mich sehr, dass ich ein Teil der Aktion Kleine Helden sein darf. Das ist ein Charity-Event vom Yoga Journal und von Yoga for Cancer. Die Erlöse gehen alle an die Sylt-Klinik. Wir machen eine halbe Stunde Yin-Yoga und eine halbe Stunde Yoga-Nidra. Und dafür brauchst du eine Rolle. Falls du keine Yoga-Rolle hast, dann kannst du auch eine dicke Decke nehmen und die zusammenrollen, sodass sie ungefähr diese Größe hat. Oder auch gerne ein längliches, stabiles Kissen. Und dann brauchst du noch zwei Blöcke. Falls du keine zwei Blöcke hast, dann nimm dir bitte zwei Handtücher und roll sie zusammen. Das funktioniert auch. Und dann brauchst du noch eine Decke. Die kannst du gerne schon mal auf diese Größe falten, sodass sie 1-2 Zentimeter dick ist und dich auf die Decke draufsetzen. Wenn du es gerne ein bisschen weicher und wärmer hast von unten, dann würde ich dir empfehlen, deine Yogamatte auf den Teppich zu legen, falls du es nicht schon getan hast, oder vielleicht noch zusätzlich eine Decke auf die Matte draufzulegen. Im Yoga Nidra, da kühlt der Körper meistens ein bisschen runter und deswegen ist es auch ganz schön, wenn du dich warm einpackst. Du siehst, ich habe einen Pulli an und Socken, damit übe ich meistens Yin Yoga und Yoga Nidra, dann wird es mir nicht kalt. Okay, dann würde ich dir gerne noch etwas vorlesen, aber ich möchte dir hauptsächlich die Möglichkeit geben, in dieser Stunde jetzt wirklich runterzufahren, zu regenerieren und die Erlebnisse des Tages zu integrieren und auf dich wirken zu lassen. Aber ein bisschen was lese ich doch vor aus diesem Buch von Safini Diaye, Die Stimme des Herzens. Das ist einfach ein, ich finde, wunderschönes Buch, in dem es um das Wesentliche geht, also um das, was ja wirklich wichtig ist im Leben. Das ist für mich Liebe, Mitgefühl, Verbundenheit und ein friedliches Miteinander. Und ja, diese Texte, die sind einfach, die gehen so richtig ins Herz. Okay, dann lass uns beginnen. So setz dich auf deine Decke drauf. Und dann kannst du die Beine einmal andersherum kreuzen, als du es gewohnt bist. Die Knie ein bisschen zueinander schieben, sodass die Füße ungefähr unter den Kniegelenken sind. Die Schienbeine so ein gutes Stück entfernt vom Becken. Dann kannst du die Hände locker auf die Oberschenkel legen und die Augen schließen. Und mit geschlossenen Augen den Rücken einmal entspannt aufrichten. Die Schulter nach hinten und nach unten rollen. Die Gesichtszüge weich werden lassen, die Stirn weit. Dann atme gerne mal ganz tief durch die Nase ein und ganz weich und lösend über den geöffneten Mund aus. Das machen wir noch zweimal. Atme tief ein durch die Nase und weich aus über den Mund. Gerne noch einmal ganz tief einatmen. Und weich ausatmen. Dann öffne langsam wieder deine Augen und beginne den Oberkörper im Uhrzeigersinn, also nach rechts zu kreisen. Und mach ganz große Kreise mit dem Oberkörper. Und während du kreist, kannst du die Augen gerne wieder schließen. Und mit geschlossenen Augen einmal spüren, wie du gerne kreisen möchtest, wie das sich maximal angenehm und schön anfühlt. So, welcher Radius, welche Geschwindigkeit dürfen diese Kreise haben, sodass es sich einfach gut anfühlt. Der Rücken darf gerne rund sein, der Bauch weich, die Schultern locker. Die Gesichtszüge entspannt. Du kannst den Kopf gerne ein bisschen mitschwingen lassen, von einer Seite zur anderen. Und so noch 2-3 Mal in diese Richtung kreisen. Dann lass die Kreise wieder kleiner werden. Mach immer kleinere Kreise. Pendel dich langsam wieder in der Mitte ein. In der Mitte angekommen, richte den Oberkörper noch einmal auf.
Dann kannst du gerne die Augen geschlossen halten, aber noch einmal die Füße wechseln und den anderen Fuß nach vorne bringen. Die Knie wieder etwas zueinander schieben, sodass die Füße ungefähr unter den Kniegelenken sind. Und dann kreise den Oberkörper in die andere Richtung, nach links. Spür auch hier, wie groß diese Kreise sein dürfen, sodass es sich angenehm anfühlt für dich heute an diesem Tag. Dann nimm den Atem dazu und immer wenn du nach vorne kreist, atme aus. Immer wenn du nach hinten kreist, atme ein. So, Atem und Bewegung dürfen zueinander finden. Der Atem begleitet die Bewegung. Vielleicht werden die Kreise dann etwas langsamer. Und immer wenn Atem und Bewegung zusammenkommen, dann passiert was in deinem Innern. Die Gedanken werden langsamer, die Aufmerksamkeit zieht sich von der Außenwelt zurück in den Innenraum. Und vielleicht wirst du ruhiger, zentrierter und präsenter. Kreise auch hier noch 2-3 Mal. Und dann lass auch diese Kreise kleiner werden. Immer kleiner und pendel dich nach und nach wieder in der Mitte ein. In der Mitte angekommen, richte den Oberkörper noch einmal auf. Das geht vielleicht etwas müheloser als zu Beginn. Entspann die Schultern. Entspann die Gesichtszüge. Und atme gern noch einmal ganz tief durch die Nase ein. Halt den Atem kurz an in der Atemfülle. Dann atme noch einmal weich über den geöffneten Mund wieder aus. Öffne dann langsam wieder deine Augen und stell deine Füße vor dir auf. Und dann kannst du deine Rolle nehmen und die Rolle von der Seite unter deine Knie schieben. Und die Füße dann langsam nach vorne ausgleiten lassen, sodass deine Knie auf der Rolle landen. Du kannst die Füße gerne zusammennehmen, wenn sich das gut anfühlt, oder leicht geöffnet halten. Und dann lehn dich etwas nach vorne und wander mit deinen Sitzbeinhöckern ein wenig nach hinten. Dann kannst du dich ganz langsam, gerne mit rundem Rücken, nach vorne sinken lassen, so weit, wie das dein Körper erlaubt. Und die Hände einfach links und rechts neben den Füßen auf dem Boden ablegen, wenn das geht. Dreh dann gerne die Handflächen nach oben und lass den Oberkörper einfach Stück für Stück weiter nach unten sinken. Lass gerne den Kopf hängen, wenn das in Ordnung ist im Nacken. Wenn nicht, dann lass den Kopf leicht gehoben. Aber den Rücken gerne ganz rund und die Schultern weich. Auch die Bauchdecke weich. Schließ deine Augen und bring deine Aufmerksamkeit noch einmal zum Atem. Nimm wahr, wie du ein- und ausatmest. Wie sich dein Körper sanft hebt und ausdehnt mit jedem Einatmen. Und wieder leicht nach innen sinkt mit jedem Ausatmen. Verfolge die Atembewegung mit deiner Aufmerksamkeit. Und bleibe ganz nah bei deinem Atem und ganz nah bei deinem Körper. Und dann möchte ich dich einladen, dich immer mehr in diese Position hinein zu entspannen. Und
und den Atem einmal innerlich mitzuzählen. Du kannst jetzt 2 Sekunden einatmen und 4 Sekunden ausatmen. Atme 2 Sekunden ein und 4 Sekunden aus. Das Verlängern des Ausatmens ist eine der effektivsten Möglichkeiten, um das vegetative Nervensystem zu beruhigen und herunterzufahren. Mach das noch ein paar Mal, atme 2 Sekunden ein und 4 Sekunden aus. Und dann atme wieder ganz natürlich weiter, hör auf zu zählen. Wenn du magst, atme auch hier nochmal durch die Nase ein und über den geöffneten Mund aus. Gerne ein paar Mal durch die Nase einatmen und über den geöffneten Mund ausatmen. Du kannst dir vorstellen, dass du mit dem Ausatmen all die Erlebnisse des heutigen Tages loslässt. Alle Anspannungen loslässt. Gedanken loslässt. Ein bisschen so, wie als würdest du eine Vase, die gefüllt ist mit Wasser, ausgießen, sodass ein angenehm leerer Raum entsteht im Innern. Bleib hier bitte noch 2, 3 Atemzüge. Und mit dem nächsten Ausatmen drehe eine Hand nach der anderen wieder zurück zum Boden. Drück in die Hände und hilf dir über den Druck der Hände, den Oberkörper langsam wieder aufzurichten. Komm in deinem Tempo nach oben zum Sitzen. Dann fass unter deine Knie und heb ein Knie nach dem anderen wieder an. Zieh die Rolle unter deinen Knien raus und leg sie neben dich. Dann kannst du die Beine lang nach vorne ausstrecken und weit zur Seite öffnen. Bleib bitte immer noch auf deiner Decke sitzen dabei. Und dann nimm deine Rolle und leg deine Rolle zwischen deine Beine. Komm vielleicht etwas weiter nach vorne auf deiner Decke, sodass du am Anfang der Decke sitzt und dein Becken dadurch ein bisschen nach vorne kippt. Und dann nimm die Hände, leg die Hände auf die Rolle. Vielleicht auch die Unterarme, wenn das möglich ist. Und lass dich auch hier nochmal ganz weich und ganz rund nach vorne sinken. Und wenn diese Haltung für dich nicht gut möglich ist, dann hast du hier die Möglichkeit, deine Blöcke zu nehmen und die Blöcke von außen unter deine Knie zu legen, sodass die Knie etwas erhöht sind. Du kannst auch gerne eine Decke noch einmal falten, sodass sie etwas höher ist. Da kannst du dich etwas leichter nach vorne beugen. Dann finde auch hier die erste natürliche Grenze, die dein Körper dir zeigt. Das ist einfach der Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Verzichte darauf, dich nach vorne zu schieben oder zu ziehen. Und lass den Körper einfach in die Position hineinsinken.
Vielleicht magst du den Kopf auch hier hängen lassen. Vielleicht lässt du ihn etwas gehoben, wenn sich das nicht gut anfühlt im Nacken. Kannst auch gerne die Ellenbogen auf die Rolle und die Stirn in die Hände stützen. Wenn du dich nicht gut nach vorne beugen kannst, gerne aber die Stirn ablegen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, die Rolle aufzustellen und die Stirn ans kurze Ende der Rolle zu legen. Finde eine Position, die sich für dich angenehm anfühlt und in der du dich entspannen kannst. Schließ deine Augen. Ich möchte dir an dieser Stelle gerne etwas vorlesen aus dem Buch Die Stimme des Herzens. Und in diesem Text geht es um Andacht, ein bisschen ein altmodisches Wort. Etwas Ähnliches vielleicht wie Meditation. Und Safinidiae hat so Andacht geschrieben: Andacht weckt dich aus der Gleichgültigkeit der Welt auf in die Wirklichkeit, die Zauber und Glanz ist jenseits aller Worte. Kleine Kinder, in deren Augen tausend Lichter leuchten, leben im Glanz der Wirklichkeit. Und ihre Träume kommen aus der Wahrheit. Erwachsene, deren Augen stumpf geworden sind von Kenntnis und Erfahrung, leben im Grauschleier der Illusion und ihre Ernüchterung ist Irrtum. Zauber und Glanz wohnen im Herzen eines jeden Augenblicks und Andacht, spontan eintretende oder absichtlich herbeigeführte, erweckt dich zu ihnen. Lasse nicht zu, ernüchtert zu werden. Ja, du musst früher oder später deine Illusionen aufgeben. Die Illusionen, die du in Bezug auf die Glaubwürdigkeit deiner Gedanken und die Beständigkeit deiner Gefühle hegst. Dein Herz aber öffne dem Zauber der Wirklichkeit. Glanz über Glanz offenbart sich dem, der sehen kann. Im Tautropfen, im Sonnenstrahl, im Regenbogen wie im Kieselstein. In der Bewegung des menschlichen Herzens und in der Schönheit, die auf dem Grunde der Seele verborgen liegt. Atme gern noch etwas tiefer ein und aus, ein paar Mal. Spür auch hier wieder das sanfte Anheben des Körpers mit dem Einatmen und das leise nach innen sinken mit dem Ausatmen. Bleib noch 2, 3 Atemzüge. Halt gerne deine Augen geschlossen, aber mit dem nächsten Ausatmen drück die Hände in den Boden oder in die Rolle und komm langsam und in deinem Tempo wieder nach oben zum Sitzen. Im Sitzen angekommen, öffne die Augen. Fass wieder von unten unter die Knie und heb ein Knie nach dem anderen wieder an. Stell die Füße auf, leg die Blöcke zur Seite. Und dann nimm deine Rolle und leg deine Rolle längs hinter dich auf deine Matte. Komm von deiner Decke runter und mach ein kleines Paket aus deiner Decke, das ungefähr diese Größe hat. Und leg die Decke hinter dich auf die Rolle drauf, ans Ende der Rolle als Kissen für den Kopf. Setz dich mit dem Rücken zur Rolle und stell die Füße auf. Und dann leg dich langsam nach hinten, sodass der Rücken auf der Rolle und der Kopf ein bisschen erhöht auf der Decke liegt.
Füße sind immer noch aufgestellt. Schieb in deine Fersen und heb dein Becken etwas an. Verlänger den unteren Rücken und mit langem unteren Rücken setz das Becken sanft wieder ab. Und dann streck ein Bein nach dem anderen lang nach vorne aus. Nimm die Füße hüftbreit und lass die Zehenspitzen nach außen rollen. Auch die Oberschenkel nach außen rollen. Die Beine dürfen ganz schwer werden. Und nimm deine Arme weit zur Seite wie zwei Flügel und dreh die Handflächen nach oben. Nimm sie bitte so weit zur Seite, dass du eine leichte Dehnung spürst in den Innenseiten der Arme und der Schultern. Schließ deine Augen und atme ein bisschen tiefer in den Brustraum, in den Herzensraum ein und aus. Und lenk den Atem in den Brustkorb. Nimm wahr, wie jeder Einatem ganz viel Raum schafft um dein Herz herum. Wie sich die Schlüsselbeine leicht anheben, die Rippen auseinanderdriften. Wie mit jedem Ausatmen alles wieder nach innen sinkt und weich wird. Erlaub dem ganzen Körper hier passiv zu werden und schwer. Dann spür einmal beide Handflächen. Spür beide Arme. Spür den Herzraum. Und dann stell dir einmal vor, du würdest über beide Hände und beide Arme zum Herzen hin einatmen. Und dann vom Herzen in den Raum über dir ausatmen. Atme über die Hände und Arme zum Herzen hin ein. Und vom Herzen in den Raum über dir aus. Du kannst dir den Atem gerne wie Licht vorstellen, das über deine Hände und Arme zum Herzen strömt. Dann vom Herzen wieder in den Raum über dir. Wir atmen gemeinsam. Atme jetzt ein und aus. Atme ein und aus. Atme ein und aus. Noch dreimal in deinem eigenen Atemrhythmus. Atme wieder ganz natürlich weiter und lass vielleicht noch mal ein bisschen mehr Spannung los. Das spürst du vielleicht daran, dass es in deinem Innern ein bisschen leichter wird, weicher, heller. Bleib noch 2, 3 Atemzüge.
Nimm nun die Hände wieder etwas näher zum Körper. Stell einen Fuß nach dem anderen wieder auf. Dann roll dich über die rechte Seite von deiner Rolle runter. Schieb die Rolle von der Matte weg. Und leg dich wieder zurück auf den Rücken. Die Füße sind aufgestellt. Und dann kannst du deine Decke nehmen und deine Decke noch einmal zusammenfalten, sodass sie so ein richtig kleines Paket ergibt. Dann schieb in die Fersen, heb dein Becken und setz das gute 10 cm Richtung rechten Nackenrand. Zieh beide Knie zur Brust und klemm dir die Decke zwischen die Knie und dann lass die Knie auf Höhe des Bauchnabels zur Seite sinken nach links. Streck die Arme weit zur Seite aus. Lass die rechte Schulter nach unten sinken in Richtung Boden. Und dann rolle einmal den Kopf von einer Seite auf die andere. Spür die Berührung des Hinterkopfs mit dem Boden. Und fühl einmal, wo dein Kopf am liebsten liegen möchte. Und lass ihn dann genau da liegen. Lenk den Atem in den Bauch. Spür das sanfte Heben und Senken der Bauchdecke mit jedem Atemzug. Dann bleib bitte in der Position, auch wenn ich mich wieder aufrichte. Ich möchte dir gerne noch etwas vorlesen. Suche immer die Ekstase. Suche immer die Begegnung. Suche immer den Zauber. Suche sie nicht in der Zukunft, sondern im gegenwärtigen Augenblick. Geh dorthin, wo die Kraft winkt, wo dein Herz Freude verspürt, sei es der angenehme oder der schwierige Weg. Wo leuchtet etwas auf im gegenwärtigen Augenblick und berührt dein Herz? Dorthin wirst du gerufen. Was würdest du gerne tun im gegenwärtigen Augenblick? Tu es. Zögere nicht, denn das Leben ist kurz. Du glaubst, dass es ewig dauert, aber es ist kurz. Viel zu kurz, um zu zögern, um Dinge auf morgen zu verschieben, die heute geschehen sollten. Viel zu kurz, um zu jammern und sich zu beklagen. Das Leben ist kurz. Es ist dein. Mach aus ihm dein Glück. Wenn du den Weg gehst, den dein Herz dir weist, so machst du das Beste aus deinem Leben, was du daraus machen kannst. Wenn du jedem Augenblick dein Herz weit öffnest, dann wirst du so reich an diesem Leben, wie du nur irgend sein kannst. Wenn du jedem Menschen, der dir begegnet, dein Herz weit öffnest, dann lacht dir das Leben immer und überall. Sei mutig. Nimm deine Angst in dein Herz auf. Und wage es, das Leben zu leben, das durch dich gelebt werden will. Das Leben ist kurz. Es ist dein. Mach aus ihm dein Glück. Mit dem nächsten Ausatmen zieh den Bauchnabel leicht nach innen
Hol die Knie wieder zurück in die Mitte und stell die Füße auf. Dann setz das Becken wieder mittig, halt die Decke zwischen den Knien fest. Dann heb es wieder an und setz das Becken 10 cm rüber nach links. Zieh beide Knie zur Brust. Und dann lass die Knie auf Höhe des Bauchnabels rüber sinken zur Seite nach rechts. Die Arme sind immer noch weit zur Seite ausgestreckt. Dann roll noch einmal den Kopf von einer Seite auf die andere. Spür die Massage des Hinterkopfs auf dem Boden. Lass den Kopf wieder genau da liegen, wo es sich richtig anfühlt. Und lenk auch hier den Atem noch einmal in den Bauch. Gib den Bauchorganen eine kleine Atemmassage. Und dann wähle dir einmal gedanklich eine Qualität aus, in der du den heutigen Abend gerne verbringen möchtest. Das kann Leichtigkeit sein, das kann Freude sein, Zuversicht, Vertrauen, Liebe, Gelassenheit. Wähle dir eine Qualität aus. Und dann sag dir mit jedem Einatmen, ich atme Leichtigkeit ein oder Freude oder Vertrauen. Und ich atme Leichtigkeit aus. Begleite den Atem mit deiner Aufmerksamkeit und sag dir diese Affirmation mit jedem Ein- und jedem Ausatmen. Bleib noch ein paar Atemzüge. Erlaub dem Körper noch einmal etwas tiefer loszulassen. Erlaub dir noch einmal weicher zu werden in deinem Innern. Noch 2, 3 Atemzüge. Ausatmen, zieh den Bauchnabel wieder leicht nach innen. Hol die Knie zurück in die Mitte und stell die Füße auf. Setz das Becken wieder in eine neutrale Position. Zieh die Knie zum Brustkorb. Nimm die Decke und leg die Decke zur Seite. Und dann kannst du dir deine Rolle nehmen und die Rolle unter deine Knie legen. Für das Yoga Nidra, für die Tiefenentspannung im Liegen, streck die Beine dann lang über der Rolle aus. Nimm dir gerne deine Decke und deck dich zu. Deck dich gerne ganz zu, sodass die Füße und die Hände unter der Decke sind. Ich mache das jetzt nicht, denn ich setze mich gleich wieder hin. Aber du kannst dich gern so hinlegen, dass du es so richtig schön warm und gemütlich und bequem hast.
dich gut zudecken. Und dann schließ deine Augen. Die Arme liegen ein kleines Stück entfernt vom Körper, die Handflächen zeigen nach oben. Die Füße sind hüftbreit geöffnet und die Fußspitzen fallen nach außen. Und verlängere den Nacken, indem du dein Kinn etwas nach innen ziehst. Dann entspann den Hals wieder. Und atme hier im Liegen nochmal ganz tief durch die Nase ein. Und ganz weich und lösend über den Mund aus. Lass alle Reste von Anspannung los. Und spüre deinen Körper hier im Liegen auf deiner Matte. Und für das Yoga Nidra, für die Tiefenentspannung, überleg dir jetzt bitte einen kurzen, positiven Vorsatz, der am besten eine Eigenschaft beschreibt, die du gerne stärken möchtest oder integrieren möchtest, von der du das Gefühl hast, du wirst sie brauchen in der kommenden Zeit. Das kann ein Satz sein wie beispielsweise: Ich bin stark, ich bin mutig, ich bin selbstbewusst, ich gehe gelassen durchs Leben, ich bin voller Lebensfreude, ich habe eine liebevolle Beziehung zu mir selbst, zu meinem Partner oder meiner Familie. Vielleicht auch ganz einfach nur: Ich bin gesund. Gerne auch ein anderer Satz, der sich für dich jetzt richtig anfühlt. Wähl dir einen Satz aus. Und sag dir diesen Satz jetzt innerlich dreimal auf. Während der folgenden Übung wird dieser Satz wie eine Botschaft in dein Unterbewusstsein sinken. Ungefähr so, wie wenn du einen Samen in die gut vorbereitete Erde legst. Wir gehen zuerst auf eine Reise durch deinen ganzen Körper. Du kannst jeden Körperteil, den ich anspreche, ganz bewusst fühlen, wahrnehmen und von einem zum nächsten wandern. Bring deine Aufmerksamkeit jetzt zur rechten Hand und spür den rechten Daumen, den rechten Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Spür alle 5 Finger gemeinsam. Die rechte Handfläche, Handrücken, Handgelenk, rechter Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter, rechte Taille, rechte Hüfte, rechter Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, Ferse, Fußsohle, Fußspann, die rechten Zehen. Spür jetzt die gesamte rechte Seite deines Körpers. Bring deine Aufmerksamkeit nun zur linken Hand und spür den linken Daumen.
Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Spür alle 5 Finger gemeinsam. Die linke Handfläche, Handrücken, Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter, linke Taille, linke Hüfte, linker Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, Ferse, Fußsohle, Fußspann, die linken Zehen, spür jetzt die gesamte linke Seite deines Körpers. Fühl nun dein ganzes rechtes Bein, dein ganzes linkes Bein, beide Beine gemeinsam, den ganzen linken Arm, den ganzen rechten Arm, beide Arme gemeinsam, fühl den Kopf, die gesamte Rückseite des Körpers, die gesamte Vorderseite des Körpers, spür jetzt den ganzen Körper. Spür den ganzen Körper. Den ganzen Körper. Komm mit deiner Aufmerksamkeit nun zu deinem Atem. Und nimm den Atem im Bauch wahr. Fühl das sanfte Heben und Senken der Bauchdecke mit jedem Ein- und jedem Ausatmen. Bleib beim Atem im Bauch und zähl die Atemzüge von 7 an rückwärts. Wo auch immer du jetzt gerade bist, beende das Zählen und komm etwas weiter nach oben zum Brustkorb. Fühl den Atem im Brustkorb, das sanfte Heben und Senken der Brust mit jedem Ein- und jedem Ausatmen. Bleib beim Atem im Brustkorb und zähl noch einmal die Atemzüge von 7 an rückwärts.
Wo auch immer du jetzt gerade bist, beende das Zählen und komm noch etwas weiter nach oben zu deiner Nase. Fühl den Atem am Eingang der Nasenlöcher, die leichte Berührung der Luft auf der Haut hier. Beobachte, wie der Atem über beide Nasenlöcher bis nach oben zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen strömt, jedes Mal, wenn du einatmest. Mit jedem Einatmen fließt der Atem über beide Nasenlöcher bis hoch zum Punkt zwischen den Augenbrauen und berührt ihn von innen. Der Atem bildet die Form eines Dreiecks. Komm nun ganz zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Spür diesen Punkt. Vielleicht kannst du ein sanftes Vibrieren spüren oder ein bisschen Druck oder irgendeine andere Empfindung hier am Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Lass dich nun langsam vom Punkt zwischen den Augenbrauen in den dunklen, weiten Raum hinter den geschlossenen Augen sinken. Tauch hinein in diesen Raum. Schau dich hier um. Beobachte, wie dieser Raum vielleicht immer größer, immer weiter wird, sich vielleicht unendlich weit ausdehnt. Lass nun die folgenden Bilder vor deinem inneren Auge entstehen. Ein dunkler, funkelnder Sternenhimmel. Die Milchstraße. Eine Sternschnuppe. Ein heller, runder Vollmond. Ein Platz mit einem brennenden Lagerfeuer. Schneebedeckte Berge. Ein rauschender Wasserfall. Ein Adler, der am Himmel seine Kreise zieht. Der Sonnenuntergang über dem Meer. Meereswellen, die an einen einsamen Strand strömen. Ein endloser, weißer Sandstrand. Eine Muschel. Delfine im Wasser. Meereswellen, die an einen einsamen Strand strömen. Ewiges, endloses Meer. Weites, ewiges, endloses Meer. Erinnere dich nun noch einmal an den Vorsatz, den du dir zu Beginn dieser Übung gefasst hast. Sag dir diesen kurzen positiven Satz noch einmal innerlich dreimal auf, im tiefen Vertrauen, dass er sich in deinem Leben verwirklicht.
ohne irgendetwas zu tun. Komm einfach nur mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinem Körper. Spür, wie dein Körper ganz ruhig auf dem Boden liegt. Du atmest entspannt ein und aus. Der Atem fließt vielleicht ganz gleichmäßig. Deine Gedanken sind still. Dein Geist ganz weit und leer. Bleib noch einen kurzen Augenblick liegen und genieß diese Stimmung. Du kannst nun sehr, sehr gerne noch etwas liegen bleiben. Wenn du die Stunde mit mir abschließen möchtest, beginn dich nun langsam wieder zu bewegen. Beginn tiefer zu atmen und den Körper über den Atem wieder aufzuwecken. Mach all die Bewegungen, die sich jetzt gut anfühlen, vielleicht ein bisschen strecken und räkeln. Dann winkel die Beine an und stell die Füße auf. Roll dich auf eine Seite und bleib noch mal kurz auf der Seite liegen. Kuschel dich ganz klein zusammen und gib dir gerne gefühlt eine ganz warme Umarmung. Und dann schieb die obere Hand in den Boden und komm langsam über die Seite nach oben zum Sitzen. Nochmal kurz in den bequemen Sitz deiner Wahl. Leg die Hände vor dem Herzen aneinander. Senk gleich dein Kinn und schließ noch einmal für einen kurzen Moment die Augen. Und wenn du magst, sing mit mir noch ein leises gemeinsames Om zum Abschluss. Atme tief ein. Namaste. Vielen Dank.
toll, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und vielleicht bis bald mal wieder. Tschüss.